Guten Tag, willkommen bei Genius Ruf. Spielen wir das doch einfach mal. Mein eigener Name, nicht den von jemand anderem, das ist verboten. Kitsunaki ist der dann wohl. Wollen wir mal spielen? Ja, erstmal Tutorial. Oh nee, ich will einfach nur spielen. Oder, okay. Ziel des Spiels ist es, alle Eiswürfel zu beleuchten, indem du sie dazu auf eine der Lichtquellen am Boden schiebst. Bewege den Pinguin mit Hilfe der Pfeiltasten. Du kannst immer nur einen Eiswürfel schieben, ziehen kannst du die Eiswürfel gar nicht. Ja, das ist ja leicht. Gut so, du hast den ersten Übungslevel gelöst. Level gelöst. Bumm. Wenn du das Spiel beenden oder Einstellungen ändern möchtest, drücke auf Escape zum Auswahlmenü zu gelangen. Drücke es nun. Navigiere mit den Pfeiltasten durch die Option, schaue dir die Auswahlsituation an und kehre dann zum Tutorial zurück, indem du Option weiter ausführst. Naja, viel ist das ja nicht. Optionen gibt es hier gerade gar nicht. Jeder Level ist lösbar. Wenn du einen falschen Schritt gemacht hast, drücke die Schaltfläche rückgängig. Du kannst ein Level auch jederzeit neu beginnen, indem du auf Neustart klickst. Mhm. Eiswürfel müssen immer einzeln verschoben werden. Pinguin hat nicht genug Kraft, mehrere auf einmal zu schieben. In einem Fall wie diesem hier musst du den Weg finden, die Würfel voneinander wegzuschieben. Versuche nun, diesen Weg zu finden und die Eiswürfel auf die Lichtquellen zu schieben. Aha, und jetzt kann man, warte mal. Ja, ich hätte gerne... Es ist ja niedlich gemacht, ne? Der Pinguin ist schon knuffig. Du kannst den Pinguin auch mit Hilfe der Maus bewegen. Drücke dazu das Quadrat am Boden, zu dem Pinguin gehen soll. Achso, mit der Maustaste an. Hierhin. Pinguin ist geradewegs zum gewählten Quadrat gelaufen. Beachte, dass der Pinguin nur gerade Strecken auf diese Weise laufen kann. Ob ein Weg begehbar ist, erkennst du an den markierten Quadraten. Ja. Such dir einfach deine Lieblingsmethode aus, das den Pinguin zu bewegen, macht aber, dass du Eiswürfel nur schieben kannst. Ziehen oder überspringen ist nicht möglich. Nun löse den Level, damit es weitergeht. Aha, okay, oder Neustart. Ja, okay, das kriegen wir hin, oder? Aber es muss immer sehr genau sein, wie es aussieht. Ich glaube, ich werde mit der Tastatur lenken, weil mir das klarer erscheint. Bist du bereit, Genius Move zu spielen? Beachte, dass das Spielergebnis für jeden Spieler separat gespeichert wird. Um also deinen letzten Level zu starten, startet das Spiel mit deinem Spielernamen. Joker ermöglichen es dir, die Level zu überspringen. Um einen Joker zu verwenden, klicke auf die Schaltfläche Joker verwenden. Wenn du also 10 Level gelöst hast, bekommst du jedes Mal einen extra Joker. Ab Level 30 bist du dann ein Genie. Hast du alles verstanden? Na klar. Ich finde diese Idee ja immer niedlich, dass es verschiedene Spieler gibt. Früher habe ich dann auch immer versucht, meine Mutter zum Computerspielen zu überreden oder auch mal meine Oma. Meine Tante zum Beispiel hat es freiwillig gemacht, hin und wieder mein Vater. Und auch seltenerweise kamen dann mal so 1, 2, 3 Leute, verschiedene, vorbei. Aber mit denen dann halt auch wirklich am Computer Spiele zu spielen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ist es heutzutage doch eher so, dass jeder seinen eigenen Computer hat und nicht mehr zusammengespielt wird. Sondern jeder einfach... Na, ihr wisst, wie ich das meine. Jeder spielt an seinem eigenen Computer, aber alle zusammen, weil die ja übers Internet miteinander verbunden sind. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist einfach nicht mehr modern. Dass man an den Computer anderer Leute halt mit denen Spiele spielt. Ah. Ja. Speichert auch, wie viele Schritte wir brauchen, aber es ist doch eigentlich egal. Und den Level sehen wir da unten auch. Aber ich finde, wir sind schon ganz gut hier, ne? Der Nachbar hört schon wieder irgendwie die komische Musik, weil wenn er wenigstens einen Musikgeschmack hätte, dann würde ich ja gar nichts sagen. Aber ich verstehe schon Nachbarn, die wegen Ruhestörungen dahin duseln, weil das ist es teilweise echt, was der da hört. Ist nämlich... Mehr weiß ich nicht. Ich kann zumindest Leute verstehen, die das nicht mögen, wenn Leute laut Musik hören. Und das ist ja genauso früher, als ich meine starke Musikanlage noch hatte. Da habe ich die Nachbarn sicher auch manchmal geärgert, wenn ich es auch nicht habe knallen lassen, ne? Aber ich habe ja Musikgeschmack, im Gegensatz zu den anderen Leuten. Deshalb darf ich das. Oh.
So. Ich bin aber auch nicht in Höchstform. Ich bin ein bisschen puttig. Ich tau ja gerade noch den Kühlschrank ab. Na, das ist ja toll. Das ist aber, oh. Willst du den denn da wegbringen? Werden sie aber kriminell. Wahrscheinlich habe ich es schon falsch gemacht. Ich drücke nochmal auf Neustart. Einfach mal gucken. Man kann ja mal ein bisschen rumprobieren. Das sieht mir aber schon wesentlich besser aus hier. Ne? Nom 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 nom. Ich habe hier mein Soundsystem. Ich habe übrigens... Oh. Jetzt verstehe ich die Schwierigkeit dahinter. Hihihi. Mäh. So, da müssen wir vielleicht doch denken. Bim. Wobei man doch an die schon richtig denken muss, ne? So. Nee, ich habe jetzt mal mein Dolby Surround System habe ich jetzt mal am Rechner angeschlossen, also mein 5.1 System, und das 2.1 System habe ich vom Rechner abgenommen und habe das an den Fernseher angeschlossen. Natürlich, der Fernseher hat an sich schon guten Klang. Einfach aus dem Grund, weil es halt noch eine Röhre ist. Mäh. Hast einen Joker als Bonus erhalten. Ist das jetzt nicht schon alles kacke hier? Also leicht machen sie es einen auf jeden Fall nicht. Nee, den da unten kriegen wir jetzt auch gar nicht mehr raus. Nee, weil normalerweise... ja, man muss ja das hier erstmal bis hierhin machen. Das denn, ganz ehrlich? Es tut mir leid, wenn das hier so lange dauert.
Da muss ich jetzt wirklich nachdenken? Das ist ja böse, dass ich sowas machen muss. Ja, nee, das ist alles doof. Mir deucht, es wird schwerer. Oh, was passiert bei einem Joker eigentlich? Ja. Joker verwendet, was heißt das? Ach, das überspringt den Level. Ja, das ist natürlich auch angenehm. War aber auch ein gemeiner Level, muss man ganz einfach mal sagen. Oh nee, das war doof. Nein! Bin manchmal auch ein bisschen zu voreilig. Also die Level werden jetzt zumindest nicht leichter. Nee, das 5.1-System habe ich jetzt sogar natürlich mitten in der Nacht, habe ich Nägel in die Wand gebracht. Boah. Really? Man könnte so leicht, aber das kann ja wieder jeder, ne? Nein, ich denke mal, das soll so aussehen, aber das soll auch eigentlich so nicht funktionieren. Wobei wir eigentlich schon verloren haben mit da oben, ne? Ja, haben wir. Dass wir die nicht ziehen können, ist natürlich auch behindert. Aber wir müssen da ja hinkommen. Ah. Hehehe. Man muss aber eigentlich auch nur die Mitte aus... Die Mitte austauschen. Dann geht das. Was ich damit meine, so hätten wir jetzt die Mitte ausgetauscht, aber wie kriegen wir den letzten dann noch hin? Weil so geht das zwar auch, aber so kann ich den anderen wieder nicht bewegen. Ja, die werden immer gemeiner. Ja, jetzt hängt jedenfalls mein tolles System an der Wand. So wie es sich eigentlich auch gehört. Nämlich erst da hin, um den nach oben zu tun, sonst komme ich da nämlich nicht mehr hin. So, auf jeden Fall hängen jetzt meine Seitenspeaker hier auch tatsächlich an der Wand, wie sich das gehört. Meine anderen Seitenspeaker von hinten sind auch irgendwie hinten. Hm.
So. Ja, und wie gesagt, das 2.1-System am Computer bringt, am Fernseher bringt tatsächlich schon einen besseren Ton. Ich möchte eigentlich ein richtig gutes, modernes 5.1-System gerade haben. Für den Fernseher dann erstmal. Das werde ich mir aber so schnell wohl gar nicht leisten können, weil ich im Moment auch gar nicht so sparsam war. Weil ich mir so ein paar Dinge gegönnt habe. Also Kleinkram. Alles Kleinkram. Aber das läppert sich einfach so schnell. Das ist aber auch verwinkelt gemacht. Fürchterlich, wie das gemacht ist hier. Wahrscheinlich hätte ich es mir auch irgendwie vereinfachen können. Gemein. Nee, eben nicht. Tja. Da komme ich ja nicht mehr hin. Ich will den wegschieben. Machen wir nochmal ganz von vorne. Gemein ist dieses Level, weil das gefühlt nach einer gewissen Zeit unmöglich wird. Zum Beispiel an so einem Punkt, wo man dann denkt, hä? Das kann man sich jetzt zwar noch denken hier. Nee, man muss das, glaube ich, auf einer Seite versuchen. Nee, das geht so gar nicht, wie ich mir das gerade dachte. Doof. Doof. Wisst ihr, was ich gerade denke? Was ist ja schon wieder doof, wenn ich jetzt gar nicht mehr hinkomme. Hä? Ach, die sind bekloppt. Nö, das Level ist doof. Ja, jedenfalls habe ich am Fernseher jetzt vernünftigen Ton und hier am Rechner habe ich jetzt auch alles so, wie es soll. Wollen nämlich. Ah, verstehe. Also, in etwa.
So, der ist schon mal sehr gemein. Wobei... So, und jetzt muss ich nämlich erst von da oben... Ja, theoretisch müsste ich das. Muss ich vielleicht noch einen Schritt weiter denken? Boah, ich mache hier so viele Schritte, das ist ja schon, da hat ja nichts mit Genie zu tun. Ja, das ist ja toll. Nicht. Toll, wir sind wieder. Wir haben uns im Kreis bewegt. Da können wir auch direkt einen Neustart machen. Weißt du, ich könnte da garantiert viel mehr machen, wenn ich der Pinguin wäre. Das glaub mir mal. Da würde ich mich zwängen. Aber ich muss mir das ja irgendwie frei halten, denke ich mir. Nee. Möp. Ich muss da herumkommen. Ey, was ist denn hier los? Also im Moment bin ich breit im Kopf. Ihr mögt es schon wissen, wie es geht, aber ich bin da gerade gar nicht tief genug drin. Nee, jetzt bin ich total Matsch. Ich nehme Joker. Ich bin Matsch gerade. Boah, dann war ich beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, was die mit so viel Geld wollen immer. Ich habe denen noch 20 Euro zu zahlen. 40. Die Hälfte habe ich jetzt erstmal bezahlt, damit ich nicht so viel auf einen Schlag, weil das tut einem dann gleich so weh. Ja, es ist schon wieder kacke, es geht ja schon wieder alles nicht. Wie hoffe ich das hasse. Ja, jeder Level ist schaffbar. Ja, irgendwie, aber auch wirklich nur irgendwie. Level gibt es hier also. Na, da bin ich ja begeistert. Eindeutig gemeiner. Kannst du schon wieder vergessen.
Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was ich euch erzählen möchte. Und da gibt es genug, aber ich kann mich auf keine Sache konzentrieren. Weil ich immer so hin und her springe zwischen, ich müsste mich ja eigentlich konzentrieren und ich möchte euch eigentlich was erzählen. Dafür ist wieder WoW besser geeignet als sowas, ne? Am Anfang ging das ja noch so. Aber es wird ja nicht leichter. Ich befürchte schon wieder was. Dass wir den dann nämlich erstmal stehen lassen müssen. Um den hier dahin zu schieben. Sonst wäre das nämlich wieder nicht gegangen. Also was in die Richtung hatten wir ja schon mal, wenn ich mir so gemerkt hätte, wie ich da damals gelöst hatte, als ich denn noch jung war. So zum Beispiel sicher nicht. Wenn dann eher so in die Richtung. Da, 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 da. Jo. Ganz bestimmt werde ich das so gelöst haben, weil das ja so auch geht. In die Ecken mit euch. Das ist nicht so. Komm, das ist so ein kleines Feldchen, das muss man doch schaffen können. Man darf die nicht an die Wände bringen. Ich muss doch das... La 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 la. La 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 la. Das kannst du auch schon vergessen irgendwie. Hä, wie willst du das schaffen? Das ist, weiß ich nicht. Sowas macht mir Sorgen. Wär's denn mit so in die Richtung? Da 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 da. Ich denke kurz. Aber nichts ergibt hier wirklich einen Sinn für mich. Tja, das ergibt für mich alles keinen Sinn, wie das gehen soll. Also würde ich mal sagen, unser letzter Joker ist gleich fällig. Weil ich bin hier, ich mag sowas nicht, so ewig an etwas festzuhängen. Bekloppt. Du kannst dich auch mal nicht bewegen hier, weil hier alles zugeeist ist. Ich kann hier nichts wirklich machen. Ich muss ja eigentlich in jedem Fall da oben irgendwie ankommen. Ich kriege hier echt zu viel. Wäre ich bekloppt bei sowas. Tja. Nee, da habe ich keinen Bock drauf, mich zu lange mit zu beschäftigen. So. Jetzt sind wir in Level 20. Den Level
Oh, wir haben jetzt auch direkt wieder einen dazu gekriegt, weil wir Level 20 überhaupt mal erreicht haben. Nein, so einfach geht das am Anfang sicher nicht. Wenn, dann... mal gucken. Ich kenne doch meine verkackten Schweine am Gang. Die sind doch hier alle... Das ist doch eigentlich alles viel zu schwer. Das lässt sich nicht so einfach. Ne? Kannst du mir aber glauben. Sag ich doch, dass das alles nicht geht. Nehmen wir erstmal mit, was geht. Das können wir ja schon mal machen. Joa. Und schon wieder geht nix. Nee, das ist schon richtig die Ecke. Ich probiere das mal von andersrum. Weil ich da mehr Platz habe hier. Nein, du Hurenkind. Jetzt fange ich schon wieder das Schimpfen an, weil meine Geduld am Ende ist. Ja, die sind schon alle relativ gemein kompliziert. Dim 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 dim. Oh, blöde Sau. So. Ich glaube, das kann klappen, ne? Boah. Die wollen echt, dass ich nachdenke. Das ist ja gemein. Dabei bin ich doch ein Mensch. Menschen denken nicht. Menschen machen nur. Scheiße. Huren Mistfick. Du kannst ja schon vergessen. Das kannst du eigentlich, glaube ich, schon vergessen. Ja, sowieso schon. Dim, bim, 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 bim. Tja, einer fehlt uns. Hey, weißt du? Das geht ja echt mal gar nicht hier. Nee, das wollte ich nicht. Geht auch nicht. Oh Mann. Das
geht aber schon wieder eigentlich nicht, weil wir dann da nicht wieder genug Dings haben. Warte mal, dann muss ich dich nach ganz oben schieben. Das muss doch irgendwie klappen. Wir müssen da oben wieder rankommen. Kannst du wieder vergessen, weil die da oben schon wieder nicht beweglich sind. So eine Kotze. Es geht nix in die Richtung, wie ich das will. Du musst ja noch hinterkommen irgendwie. Aber kommst du nicht? Du kommst da nicht hinter. Ja, du kommst da einfach nicht hinter. Bekloppt ist das. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Der Affenarsch muss dahin. Tja. Geht nicht, Hurenkind, Wichsfotzen, Wichsfotzkopf. So, dann versuchen wir es jetzt einfach mal so schnell hier halt hier schon. Nee, es geht schon wieder nicht. Oh, das Spiel macht mich aggressiv. Ich höre gleich auf. Ich habe auch keine Geduld, sowas ewig auszuprobieren, wie das gehen könnte. Warum nicht? Weil ich bin eher jemand, der draufhaut in Spielen. Aber nicht jemand, der sich ewig mit sowas befasst. Sicher, jede Layer der Level geht irgendwie. Zum Mäusemelken. Das ist schon mal nicht schlecht, aber nee. Ja, oh, komm ich an den anderen nicht mehr ran. Ey, ich drück gleich den Joker, das wisst ihr, ne? Ich hab da keine Geduld für, das wisst ihr, wa? Nein, du Fotzenwichser. Ey, wisst ihr, hab ich keinen Nerv zu. Joker, ja. Ist ja alles Teil des Spiels, diese Joker-Kram hier. Das war schon mal scheiße. Sollen mal leichter machen hier. So, ich denke mal eben gerade nicht nach. Mache einfach. So wie es für mich am schönsten aussieht. Was natürlich auch gar nicht geht. Kannst du vergessen. Hurenkind. Boah, die Programmierer denken sich jetzt wahrscheinlich auch so muhahaha. Wir machen Spiele, die fast nicht gehen. Schon verloren. Kannst du ja gar nicht bewegen, da muss da unten runter. Den kannst du auch vergessen. Auch vergessen. Ey, was ist hier los hier? Fotzen, Fix, Fotzkopf. Da unten die ich muss die freilassen. Ich muss da unten das erstmal freilassen. Ich muss diesen verfickten Block da erstmal wegkriegen. Der da so unfair platziert ist, ganz ehrlich, voll unfair. Das macht's nicht besser. Oh, Geduld ist gleich am Ende. Wir beenden das hier alles gleich. Und dann fliegt das Spiel auch von Platte. Das Spiel ist eigentlich ein schönes. Also ich finde das ganz cool. Aber ich habe nicht... Also bei den höheren Leveln habe ich gar nicht die Geduld. Sicher, es gibt Leute, für die ist es ein Ansporn, das erst nicht zu schaffen. Aber für mich nicht. Für mich ist es ein Ansporn, wenn ich alles immer sofort schaffe. Und dann wird es immer mehr und besser und stärker und schneller. Und aber nicht... nicht so. Ja,
Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass das Universum wahrscheinlich in einem Auseinanderreißen sterben wird? So ungefähr in 22 Milliarden Jahren geht man davon aus, dass ich dieses Spiel nicht schaffe. Nein, dass das Universum quasi so auseinanderdriftet, dass die Geschwindigkeit des Auseinanderdriftens erhöht sich halt. Und die Antimaterie wird immer stärker. Das erzähle ich euch jedenfalls noch. Die Antimaterie wird immer stärker. Und irgendwann können sich die Elementarteilchen quasi nicht mehr im Raum selbst halten, weil sich der zu schnell bewegt. Coole Vorstellung irgendwie. Außerdem werden die Abstände irgendwann immer größer und größer und größer, sodass die Teile nicht mehr so schnell zusammenfinden können, wie sich das Universum halt auseinanderwubbelt. Schlimm, schlimm, schlimm. Ne? Ja, was wollte ich noch sagen? Ist das nicht so eine beruhigende Musik? Das ist so eine Sims-Musik, ne? Ja, ich habe mein Bilderarchiv ist übrigens tot. Quasi. Ich wollte eben noch Bilder retten. Aber irgendwie... Ach komm, das muss ich hier jetzt nicht noch am Ende. Das Spiel, wir bleiben hier bei der Sache. So, wir haben keinen Joker mehr und ich kann's nicht, also... Mal gucken, wechseln wir zu Level. Ach so, nee, so will ich das nicht. Hauptmenü. Ja, das Spiel ist schön, aber ich habe da keine Geduld für. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann sind wir gleich wieder hier. Ja, wie gesagt, das Spiel ist schön, aber ich denke mal nicht, dass ich nochmal die Geduld haben werde, das hier zu spielen. Und ansonsten wissen wir ja, wo wir waren. Ja, meine Lieben. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind leider gerade kein Genie geworden, weil ich da keine Geduld zu habe, so lange zu warten. Ich gehe jetzt erstmal und gucke, was der abtauende Kühlschrank macht. Und hol mir noch ein bisschen was zu trinken. Wir sehen uns dann in der Endcard wieder. Ciao. Ja, im Moment finde ich echt nur tolle Spiele, warum auch jeden Tag irgendwie hier Überlänge ohne Ende ist. Aber ist ja auch gut, es gab ja auch einige Tage, wo tagelang Unterlänge war ohne Ende. Ha, Genius Move ist eigentlich ein echt schönes Spiel, aber man muss echt auch die Geduld dazu haben. Und da ich einfach so viele Spiele habe, zocke ich natürlich erstmal das, was mir den meisten Spaß bereitet. Und da muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, dass ich eher der Rollenspieler bin, als dass ich hier mich großartigen Denk- und Knobeleien hingebe. Alle Denk- und Knobeleien, die ich mache, sind eher so in die Richtung, wenn ich so über, wie soll ich sagen, einfach über Dinge nachdenke. Ich bin eher so der Philosoph. So. You know what I mean? Ja. Na, ich hoffe, ihr hattet jedenfalls auch ein bisschen Spaß dran. Soweit ich weiß, ist Genius Move auch überall umsonst zu kriegen, wie so ziemlich jedes Spiel, was es hier so gibt. Innerhalb der Mini-LPs und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in einem ganz anderen LP wieder und tödelö.